Das Aufregende an Gierke ist, wie er aus etwas sehr Unaufregendem, nämlich aus dem Weiß, in 5 Jahrzehnten ein Werk von solch einer Bandbreite macht. Und er holt alles aus dem Weiß heraus und er spielt mit dem Weiß auf Schwarz, auf Grau und ganz manchmal eben auch auf Blau. Und das ist eine dieser Werke aus dieser Werkphase, wo man wirklich wie Licht und Wasser und Himmel und sehr viele Naturassoziationen plötzlich bekommt und wie man merkt, wie das Weiß noch einmal ganz andere Leuchtkraft, eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn es sich plötzlich gegen einen blauen Streifen behaupten muss.